Na denn, Übungsvideo. Pardon. Irgendwas habe ich im Hals. Also, abschreiben, lösen der Gleichung und wir sehen uns dann wieder. Pause-Taste drücken, wenn ihr abgeschrieben habt und dann geht's weiter. Na, ich hoffe, ihr habt es genauso. Wer es nicht hat, der guckt nochmal. Ich gebe hier mal schnell dann den Link an, hier oben. Da sieht man dann, wie das funktioniert und weshalb das so geht. So, nächstes Ding, abschreiben, Pause-Taste drücken, selber lösen und dann wieder gucken. Ja, habt das? Wie kann ich sagen, stimmt? Ganz einfach, Probe machen. Wie man die Probe macht, einen Link zur Probe kann ich noch einfügen, wenn ich es nicht vergesse. Ja, Probe geht so. Ich schreibe die originale Gleichung ab. 6x minus 4 ist gleich 2x plus 10. Aber ich wäre blöd, wenn ich das so machen würde. Ich sage, was kommt denn raus? Na, ganz einfach. Ich ersetze das x durch 7 halbe. Also 6 mal 7 halbe minus 4. Das ist alles abgeschrieben und dieses x auch. Also nicht erst abschreiben, sondern gleich mit dem Wert, was x denn auch wert war. Hier, das setze ich hier ein. Jeweils da, wo ein x steht. Ne? In der also die originale Gleichung und statt des x's die Zahl reinsetzen. Dann ausrechnen. Na, jetzt kommen wir nochmal ganz schnell zum Ausrechnen. Hier kann ich sagen, das sind ja 6 Eintel eigentlich. Also kann ich das hier kürzen. Ne? 6 Eintel, Eintel muss ich nicht schreiben. Kann ich beides mal kürzen. Kürzen wir mal. Hier bleibt eine 1, hier bleibt eine 3. Und hier, oh, hier bleibt eine 1, hier bleibt eine 1. Sauber abschreiben ist besser. 3 mal 7 ist 21 minus 4 soll sein wie 7 plus 10. Sieht man, ne? 21 minus 4 ist 17 und 7 plus 10 ist auch 17. Also, okay, richtig gemacht. So, nächstes Ding. Und hier habe ich gleich mal ein bisschen zusammengedonnert. Und zwar das vorherige, nämlich mehrere x zusammenfassen und dann mal gucken, wo mehr sind. Schreibt's ab. Pause-Taste und dann sehen wir uns wieder. Ja, das war gar nicht so schlimm. Achtung, immer auf die Vorzeichen aufpassen. Also wenn ich minus 4 Grad habe und dann nochmal minus 5 Grad die Temperatur abfällt, komme ich auf minus 9 Grad. So kann man sich das auch erklären. Gut, liebe Leute, noch einen folgenden Vorschlag. Ihr macht jetzt mal die Probe. Das heißt, ihr drückt wieder die Pause-Taste. Macht die Probe, setzt minus 9 in die originale Gleichung ein. Also schreibt die originale Gleichung hier hin. Aber statt des x schreibt ihr minus 9. Denkt dran, hier steht ein stilles Mal jedes Mal. Ne? Hier auch. Und dann sehen wir uns wieder, ob ihr es richtig gemacht habt und ob ich überhaupt richtig gerechnet habe. Na, habt ihr das so geschrieben? Wirklich, ihr müsst die komplette hinschreiben. Komplett hinschreiben. Jetzt bin ich ja ein fauler Mensch. Faul, denkfaul. Ohne Quatsch. Ich schreibe lieber das hier als minus 36. Ich schreibe die 5 nochmal ab. Und plus mal minus ist minus. Ne? Also, das ergibt minus 18. Und das gleiche mache ich hier und fasse dann nochmal die negativen Zahlen zusammen. Oder irgendwie, wie es mir am günstigsten erscheint. Und schreibe lieber eine Zeile mehr, bevor ich mir im Kopf irgendwie einen Wolf rechne. Also, minus 54 und 5 dazu, positiv, komme ich auf minus 49. Minus 45, minus weitere minus 4 sind auch minus 49. Juhu. So geht das. Also, pardon. Das war's jetzt. Ich werde noch hier ein paar Links einfügen, wie das alles funktioniert und ein paar Tipps vielleicht hier oben noch, sodass das, und naja, auf jeden Fall im Abspann auch, sodass ihr dann immer wisst, wo ihr noch gucken könnt und wo ihr es vielleicht noch ausführlicher sehen könnt. Ich wünsche viel Freude beim Üben. Freude kommt immer dann auf, wenn man sagt, juhu, ich kann's.